Strategieniveau kritisch. Ich mach mir nichts. Ich hab schon so oft Command & Conquer nicht Strong gespielt. Okay. Hier ist die Brücke zum Tiberium. Wollen wir mal gucken, was wir hier alles finden, außer Tiberium. Ich hoffe nur Tiberium. Ja, nur Tiberium im Moment. Ein Kraftwerk. Jetzt attacke ja. Wir werden aber nicht die Infanteristen dort stehen lassen, auch nicht den Panzer. Der Panzer kommt nur zum Überfahren von Infanteristen dorthin. Du endest da, du endest da. Du bist wieder fix, Omat. Ah, okay. Dann werden wir mal mit dir auf Erkundungstour gehen. War schon. Ich muss die Maus mal was langsamer stellen. Ja, so ist perfekt. So, einmal hier hinten hin, bitte. Okay, das sind unsere nächsten zwei Ziele, nachdem wir mit dem BMT ein bisschen vorgearbeitet haben. Oder mit dem APC eigentlich, ist ja ein APC. Mord, AP, Personal Carrier, genau. Ich war gerade bei AVC, deswegen war ich gerade am Mord Vehicle Carrier, aber das geht ja gar nicht. Ach, was rede ich hier für einen Stuss? Egal, erstmal hier alles überfahren. Okay, das ist ungeplant gewesen. Richtig ungeplant. Okay, Flucht. Garantiert Flucht. Wo kam der her, verdammt? Okay, hier haben wir auch Tiberium. Zurück reparieren. Da versperrt er mir eiskalt den Weg. Ich glaub's nicht. Das kann der doch nicht. Das geht doch nicht. Das ist pfui. Pfui, pfui, pfui. Reparieren, reparieren, reparieren. Nichts muss repariert werden nach sowas. Sind wir gut. Hoho. Mal speichern. Ja, die Mission geht langsam auch dem Ende entgegen. Ich meine, das Ding ist fast kaputt. Das heißt, wir können fast durch. Das heißt, wir haben fast gewonnen. Wieder ein schönes Lied im Hintergrund. Und hier das Tiberium ist wieder gewachsen. Das war eben viel weniger, als er da drauf stand. Nur oben, da ist noch nichts Neues. Okay, du bist. Ich dachte schon, du bist wieder fit. Ach nee, war nur ein neuer Panzer, der fertig ist. Okay. Jetzt haben wir zwei Panzer. Ach ja, so ein schöner Abrams. Oh Gott. Speichern. Ich weiß, ich speichere extrem viel, aber ich hab echt keinen Bock auf diese dummen Quests. Da muss ich so viel offscreen nachholen. Okay, ihr verzieht euch. Da schießt die Artillerie einmal rein und ihr seid Matsch. Okay, du bist voll in Ordnung. Das passt mir gar nicht. Bams. Volltreffer. Ratatatata. Ja, Artillerie ist extrem empfindlich gegen MGs. Okay. Und das hier ist ja nicht mal ein normales MG, das ist ein Vulkan-MG. Was ein Vulkan-MG ist, weiß ich nicht wirklich, aber so heißt es in Command & Conquer. Ah, Vulkankanone, genau. Was wollt ihr da? Ihr könnt da eh nicht durch. Ich kann da nicht durch, also könnt ihr da auch nicht durch. Aber ich werde jetzt mal ganz schnell elegant fliehen, denn wer weiß, wem ihr angreifen wollt. Ja, ihr seid intelligent. Ihr seid wirklich intelligent. Ihr rennt so lange durch Tiberium, dass ihr abkackt. Danke. Ich meine, ich habe da nichts gegen, aber das ist doch dämlich. Bams. Okay, hier speichere ich wieder. Ich will die Mission schnell zu Ende machen. Zu Ende bringen, was weiß ich. Okay, ihr müsst gleich... Ja, hier will ich hin. Hier haben wir auch wieder dieses Handicap mit der Artillerie. Rein da. Rein da. Du Idiot. Geh da rein. Wow. Okay. Die zwei wichtigsten Gebäude können sie vergessen. Ist das nicht genial? Ja, Matsch. Okay. Jetzt werden sie uns mit Sie werden uns versuchen, mit Infanterie tot zu waschen. Und zwar richtig tot zu waschen. Was bauen wir gegen Infanterie? Infanterie, Grenadiere. Das wird genial. Und wieso habe ich den gebaut? Wie könnte ich den denn benutzen? Was wird das denn? Das ist aber ein schlechter Versuch. Finden Sie nicht, oder? Okay. Ja, unsere Sammler sammeln. Das heißt, unsere Produktionen produzieren. Genau. Speichern. Ja, machen wir mal. A2. Wieso ich da immer ein A hintermache, das sind die Missionen, wo es ein A und ein B-Level gibt. Und ich weiß nicht, ob ich immer das A oder das B nehme, aber das, was ich nehme, nenne ich dann A.
Oh, wieso habe ich dann FD genannt? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Grenadier, 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 Grenadier. Grenadier. Oh, ich liebe diese Musik. Ah, ich könnte eigentlich mal eine neue Kaserne bauen, denn das dürfte unsere Produktion ein wenig viel beschleunigen. Und hier an der Stelle pausiere ich mal kurz. Weiter geht's mit Command & Conquer und bei mir Pop-Ups von Skype. Es ist total nervig. Okay. Ich kann gerade keine Einheiten bauen, solange diese dummen Pop-Ups da sind. Jetzt sind sie weg. Okay, bauen wir die Kaserne hier hin. Wusch. Nein, Quatsch, das hier soll primär sein. Ja, ich hatte nämlich keinen Bock, jetzt die Raketentrupper so lange zu bauen. Deswegen habe ich noch eine zweite Produktion angekurbelt. Denn wir werden gleich wieder von links in die Basis rein. Mit der Infanterie und einem Panzer rein. Der Panzer rein wegen Artillerie. Und der Rest gegen den Rest. Perfekt, oder? So, das letzte Geld noch verpulvern. Ach ja. Einen haben wir noch. Nee, doch nicht. Doch, einen haben wir noch. Okay. Ich versuche aber dennoch etwas anderes. Obwohl schon alles gut läuft. Ich werde jetzt versuchen, nochmal mit dem Ingenieur da reinzugehen. Kann ja sein, dass ich irgendwas bekomme. Ich glaube aber, hier sind zwei Flaks in der Basis, deswegen kommen wir gar nicht rein. Werden wir schon sehen, ob wir angegriffen werden oder nicht. Da ist ein Flak. Es steht gut, aber hier kann ich nichts damit anfangen. Hier ist die Hand von Nord. Ich hätte hier landen müssen, aber hier konnte ich nicht landen. Okay. Jetzt alle um das Tiberium rum. Ich mache nicht den Fehler wie die Nordtruppen. Panzer, du versperrst eh nur den Weg. Du bist mal auf Stopp. Hallo. Alle. Rüber. 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 Du kannst problemlos darüber, deswegen. Okay, währenddessen können wir schon mal ein paar neue Grenadiere bauen. Dann Grenadiere sind cool. Okay. Option, Mission sichern, bla 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 bla. Und alle ausgewählt? Ja. Auf geht's. Okay. Frontalangriff auf das Flak. Echt gefährlich. Ja, kaputt. So, wir warten jetzt, bis der Panzer vorne rüber ist. Denn er würde alle Truppen blockieren. Okay, jetzt kann es ein bisschen gefährlich werden, wenn unsere Grenadiere so nah aneinander stehen. Sie gehen gerne mal hoch beim Sterben. Und das könnte zur Gefahr werden für unsere eigenen Truppen. Wollen wir mal sehen, wie das Ganze hier ausgeht. So, speichern. Okay. Ja, aber ich denke mal, der Turm hält das nicht lange aus, diesen Granatenhagel. Die Raketen sind noch nicht mal da. Jetzt kommen die Raketen und er bricht zusammen. Er kann gar nicht anders. Okay. Wir schicken den Panzer vor, denn die Artillerie kommt. Und die Artillerie kann ich nicht kommen lassen, weil dann ist meine Infanterie down. Ah, nee, jetzt haut sie ab. Egal, wir rücken nach. Okay, es steht uns alles im Weg. Wow. Weg mit dem Panzer. Weg mit den Flammenwerfern. Die können wir jetzt gar nicht gebrauchen. So, das muss weg. Alles muss weg, was im Weg steht. Denn ich muss die Hand vernichten, auf jeden Fall. Okay, da ist auch schon der Obelisk. Ein sehr schweres Verteidigungsgebäude. So, bitte geh kaputt. Ja, man sieht schon, Instant Kill gegen die Infanterie. Ja, ja, okay. Wir brauchen uns gar nicht mehr zu fürchten vom Gegner. Ich meine, wir haben uns auch vorher nicht gefürchtet vom Gegner. Ein paar Noddies sind eigentlich eine große Gefahr, aber auch nur, wenn der richtige Spieler hinter dem Kommandopult sitzt. Und ja, KI, richtiger Spieler, das verträgt sich nicht so wirklich. Was willst du denn? Du Wurm. Du wimmelndes Gezücht. Ta-ta-ta-ta. Ja, und der Panzer macht viel zu viel Damage. Dagegen kommt er gar nicht mehr an. Und jetzt kommt die ganze Infanterie von ihnen. Juhu. Da freue ich mich doch drauf mit meinen Grenadieren.
und meinem Infanterieabwehrturm, deswegen. Oh Gott. Oh, der eine Raketenwerfer ist durch. Okay, das wird schlimm, ne? MG-Schützen sind immer schlimm. Die sind einfach. Die werden richtig zerfleischt, das ist ja geil. Okay, das war fast die letzte Infanterie von ihnen. In der Basis steht nur ein einsamer Flammenwerfer, eine Fackel der Erleuchtung oder Läuterung, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Fackel der Läuterung.